Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2013 zum 10. Lauf in Ungarn und nicht Deutschland, wie es in den letzten zwei Jahren, glaube ich, der Fall war. Freitag leicht bewölkt, Samstag sonnig, Sonntag leicht bewölkt. Mal schauen, wie das wirklich in Prozenten gleich aussieht, wenn ich jetzt ins Training springe. Mit Charles Pick sind wir jetzt gleichrangig, weil ich das Team Duel ja gegen ihn ja mal haushoch gewonnen habe. Ja gut, haushoch jetzt nicht, aber ich habe gegen ihn gewonnen. Aber nach dem, ja, anfangs guten Rennen in Deutschland, aber mit dem Katastrophenende dann, durch dieses Wetterchaos, hoffe ich mir das jetzt einfach mal nicht. Aber ich denke mir, dass hier überhaupt keine Punkte drin sind. Schon gar nicht ein guter Skapler. Sandy Gay wird mir im zweiten Sektor immer wieder davonrasen, wie immer. So, Lenkrad drauf und Setup habe ich auch mir eins gefischt. 7, 8, 46, 54 hoch, 4, 8, 1, 1, 11, 11. Getriebe sieht so aus, 128, 161, 187, 214, 241, 270, 299. Ich werde also nie an die 300 kommen hier. Spurtreue sieht dann so aus, den Motor können wir drin lassen. Wir fahren auf Standard raus. Also los, Jungs. Setzen wir diese Änderungen mit Soft und Medium, die Reifen halten gut durch sich gerade. Ja gut, wir fahren aber auch 70 lange Runden hier. Okay, dann heißt es, wir pushen. Volles Rohr, Kanone, volles Rohr drauf. Ja, kein Grip. Das ist ja überhaupt nicht gut für mich. Für meine Nerven auch nicht. Und dann geht's gleich mal los hier. Ungarn, überhaupt nicht meine Strecke. Überhaupt nicht meine Strecke. So. Jetzt die Reifen. Okay, hier ist eine DS-Zone jetzt, okay. Hier war die eine DS-Zone, auf der lang gerannt war, glaube ich, die andere. Bei einem Messpunkt, genau. Zum Glück sieht man das jetzt unten schön auf der Karte. Kommen aber wahrscheinlich hier überhaupt nicht entgegen. Die Kurve habe ich auch schon gerast, diese Massa-Unfallkurve. Jetzt befinden wir uns in den Abschnitt, wo die KI die meiste Zeit bestimmt gut macht gegen mich. Oh, diese Rechtskurve ist auch nicht ganz einfach. Jetzt habe ich natürlich nicht auf die Prozente geschaut, wie es aussieht. Und der gibt da jetzt sogar einen leichten Schlag drüber. Früher konnte ich da immer schön drüber fahren. Der Körper ist ja noch aggressiver geworden. So, dann wollen wir mal. Meiste Gas geht hier eigentlich nur für dieses kurze Stück drauf und dann wieder auf der Skat und Ziel. Sonst benutzt man hier, glaube ich, Gas überhaupt nicht. Und ja, erstmal wieder dieses Fahrzeug kontrollieren. Beherrschen vor allen Dingen. Zähmen. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Da hat er mal gar keinen Grip auf den DAX. Null. Das ist so tricky bei dem hier. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass er mich da ausbrechen mal wieder mit der Hinterachse. Das 24,8 im KTM. Das ist überhaupt nicht schnell. Da wird mich mal gleich jemand mal locker unterbieten. Ich
Vielleicht sind meine Reifen warm. Rechne hier mit 1.19er Zeiten gleich von der KI. Oder mit mindestens 1.20 im Qualifying. Also mindestens. Was andere würde mich wundern. Okay, ich bin schon mal schneller als die Marussia. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ricciardo ist auch langsamer als ich. Okay, das gibt mir jetzt richtig Hoffnung. Da ist ja doch was für mich drin ist. Aber der Wärmtit ist schon abgefahren. Den der Vetter sich ja in Indien geholt hat, der ist für mich schon lange abgefahren. Aber in der zweiten Saison möchte ich da richtig voll attackieren können. Aber deshalb habe ich das Gefühl, dieser Körper wurde doch ein bisschen entschärft. Da hatte ich sonst immer meine Mühe-Not mit gehabt. Ein sehr hoher Spritverbrauch. Wie man da deutlich sieht, wir sind nur noch 6 Runden Sprit drin, aber wir sind jetzt 3 Runden gefahren. Zum Glück kann man hier nicht überholen. Na ja, zum Glück. Wenn ich in eine gute Position herausfahren kann nach dem Start, dann ist das wirklich ein Vorteil. Ricciardo ist doch schneller gefahren als ich, ja deutlich 2 Zehntel. Jetzt werde ich durchgereicht, jetzt sind die schnelleren Fahrzeuge draußen. Jetzt wird man gnadenlos durchgereicht hier. Du könntest in den ersten beiden Sektoren noch zulegen. 1.22.3 von Vettel, okay. Webers bummt dann hinter mir, das gibt mir allerdings doch ein Wunder. Oder kommen wir hier doch so ein bisschen hier ins Verkehrschaos gleich. Das war eigentlich ein ganz klares Abkürzen. Der Mittelsektor, der verhaut es mir wieder.
dem dritten Sektor ist okay, aber du verlierst Zeit in den Sektoren 1 und 2. So, jetzt hat sich auch wer von mich geschoben. Ganz klares Abkürzenspiel. Oh, da stand jemand. Ich glaube, das war ein Red Bull. Hamilton ist auf der 1. Musst du noch viel schneller werden. Also in Reaktion zu den anderen oder was? Wenn ich den Reifen, wenn ich die Reifenabnutzung da wieder sehe, dann kriege ich eigentlich schon wieder zu viel. Weil ich bin erst 7 Runden gefahren, das wäre ein Zehntel der Renndistanz. Der nächste ist hier draußen. Warum keine gelben Flaggen? Ja, das kommt zu spät hier. Es muss um einiges früher geschwenkt werden. Platz 12, momentan vor Sutil. So, fahren wir in die Box und schauen uns einfach die Zeit an. Du scheißt das auch noch. Ja, passt schon. Bin schon drin. Alonso nur auf der 11.12. Hm. Schwer, schwer, schwer. Das im Qualifying dann unter Beweis zu stellen. Das ist richtig schwer. Richtig, richtig schwer. Ich muss mir da unbedingt was einfallen lassen. Vor allem, was fahren wir hier für eine Strategie? 2 oder 3 Stops? Also wie die Reifen sehen, muss ich in die 3-Stop-Strategie einlegen. Es ist, auch so ein großer Knackpunkt an dem Wagen. Du verlierst viel Zeit in Sektor 1. Wie viel Zeit in Sektor 1? Ja, Nürnberg fährt da 30-2. Okay. Oh, cool, ich kann mithalten im Mittelteil. Okay, das wundert mich. Jetzt richtig gute Rundenzeiten hin. Die Strecke scheint schneller zu werden. Ja, 79, Alter, so ein neuer Fleck doch am Arsch, ey. Die halten bei mir vielleicht 20 Runden, wenn ich sie richtig schone, ey. 20, 40, 60. Was soll denn das? 2-Stop-Strategie, das können wir vergessen, ey. Das können wir vergessen, deswegen springen wir ins Qualifying. 0% überall, okay. Du überlegst Platz 13 nach dem Training. Glückwunsch. Okay, Platz 13. Hat sich so Tito noch vor mir geschoben. HQ2 wird... Das wird wahrscheinlich das Maximum dann sein. So wie ich das hier gerade sehe. Und analysiert habe. Ich würde sagen, wir fahren sofort auf die Strecke. Sofort. Hi, wir sind bereit. Es wird alles andere als leicht, diese Qualifying-Session zu überstehen. Gib einfach alles. Sehe ich genauso. Eine 18. ist mein Ziel, okay. Achtung,
Also das Team rechnet auch nicht damit, dass ich weiterkomme. Das ist schon mal ein freudiges Ergebnis. Okay, 18. Da muss ich wenigstens einen der Großen schlagen. Aber ich denke mal, das sollte zu toppen sein. Ich rechne mir doch kurz zwei komischerweise aus. Aber dann ist auch irgendwo Feierabend. Ob ich jetzt als 14. starte dann oder als 16. Das macht dann echt keinen Unterschied mehr. Also stellt euch nur auf einen Q1 ein. Weil ich spare mittlerweile im Game echt nicht mehr diese Reifensätze hier. Das ist brutal. So. So, keiner vor mir. Sehr, sehr enge Linie hier fahren. Keine Verwarnung. Ah, leicht faulen hier. Ein 22,6, okay. Ja, die Rest ist schon schneller als ich. Ricciardo auch. Shelton jetzt hinter mir. 29,9 ist die US im ersten Sektor gefahren. Neunundfünfzig,null ist die US im zweiten Sektor gefahren, okay. Und im dritten dann ist er ein paar Zehntel wahrscheinlich schneller als ich. Auf dem Force India gerechnet. Kann mir der Verkehr hier auch noch in die Karten spielen. Bern ist langsamer als ich. Das ist schon mal der Platz, den ich brauche hinter mir. Also momentan im Toro Rosso Sandwich. Ein 22,3 ist der gefahren, 13. Die hat ja auch im ersten Sektor irgendwie rausgekitzelt. Mal schauen, ob das reicht oder nicht reicht. Das ist hier die Frage. The question. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall nicht reichen wird, um eine Runde weiterzukommen. Also sind wir nur noch 11., 12. Oder reicht das doch? 1,23, wie ist momentan die Deadline-Zone? Da sind wir 18. schneller.
Bottas, Van und Gutierrez werden momentan raus sein. Jetzt, ja, jetzt kommen sie doch mal von hinten. Aber es reicht. Du hast Q2 erreicht. Aber gerade so ausgeschieden sind Valtteri Bottas, Esteban Gutierrez, Zoric Wern, Jules Bianchi, Max Schilden und Charles Pick. Ich bin auf Position 14. Und ich muss mal sagen, wir geben uns da nicht viel bis, ja, bis Paul Di Resta sind es aber immer noch 3/4 fast, ey. Na gut, ich werde eine Runde fahren, vielleicht wird die was, vielleicht wird sie nix. Den einen Reimsatz kann ich mir, glaube ich, da noch für geben. Wenn sie am Ende dann Platz 16 ist, dann wieder umsonst verbraten. Das ist auch wieder so ein Knackpunkt an der Geschichte. Ja, aber wer ist denn da überhaupt möglich zu schlagen? Ricciardo vielleicht, aber das war's dann aber auch schon. Ich würde sagen, wir lassen die einfach mal fahren. Okay, 1:23 Zeiten sehe ich da gerade. Im Moment ist viel Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf der Strecke. Okay, ich kann da doch noch ein paar Leute schlagen. Maldonado 1:23:1. Ha, das sind drei Positionen, die ich mir da gebe im KTM. Na, die drücken, ja, denn die drücken die Zeit noch weiter runter. Ne! Ja, vielleicht die Maldonado und Ricciardo die schlagen können, wir aber auch nicht. Ne. Ne, es ist eh vorbei. Da spreche ich mir wieder diesen einen Reifensatz hier. Ja, spreche mir die zwei Reifensätze lieber auf und mache eine 3-Stop-Strategie im Notfall. Ja. Das ist mir einfach zu schade mittlerweile. Und Ricciardo und Maldonado nicht noch kriegen können. Vielleicht sind so die auch noch und das war's. Also 13, da ich bin Position 16 mehr als zufrieden. Ich habe hier gedacht, dass ich den Quine schon ausschalte. Wer der 18 hat, aber erreicht. Ich bin halt damit zufrieden, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Q1 überlebe. Und deswegen sehen wir uns im Rennen wieder. Woohoo!